So, guten Tag. Wenn ich mich nicht irre, haben wir heute die Folge... Und ich irre mich. Okay, lassen wir das. Das wäre der erste Fail, sonst das bringt nichts. Und man fragt sich gleich, nanu, warum sieht's denn hier so anders aus? Das liegt daran, wir haben das Texturenpaket gewechselt. Wir sind hergegangen und haben jetzt einfach mal das Soartex Fanware Texturenpack. Einfach mal, um ein bisschen Abwechslung reinzubringen. Ich hatte es vor einigen, vielen Folgen schon mal angekündigt, dass wir ab und an mal wechseln werden. Das machen wir dann heute einfach mal. So, gefailt sind wir im Übrigen am Möbelbau. Das liegt daran, dass ich tatsächlich die falsche Wolle benutzt habe. Und jetzt probieren wir mal hier unsere Schafe wieder da reinzukriegen, wo die hingehören. Weil ich weiß nicht, warum das blaue Schaf... Na gut, dann lässt es. Dann werden wir dich wohl mit Weizen locken müssen. Oder aber schlichtweg hauen wir dich um und machen einfach neue Schafe. Wir müssen unsere Zucht eh erhöhen. Weil ich habe beim letzten Mal beim Möbelbau gefailt, weil ich da einfach schlichtweg die falsche Farbe benutzt habe. Das geht beim Craften tatsächlich offensichtlich im Moment nur mit Rot. Und das war wohl der Grund. Schwupp. So. Die Überlegung in dem Ganzen, was wir jetzt hier so haben, ist die Decke unter dem Fußboden vom Haus. Da ist ja nur ein einlagiger Fußboden. Das würde ich ganz gern beheben. Da haben wir dann gerade noch so die Überlegung, dass wir das echt ein bisschen sauberer hinkriegen, dass wir da einfach schlichtweg Erde oder Steine drunter machen, je nachdem, was wir gerade an Material zu viel haben. Deswegen lege ich gerade momentan mal so alles an Holzgegenständen an die Seite. Schwupp. In der Toolbox legen wir uns dann mal die Scheren ab. Obwohl ich die Schere hier vielleicht aufbewahren sollte. Lapis Lazuli war doch ein Farbstoff. Schwupp. Und auch der Tintensack war ein Farbstoff. Kobbelsteinchen. Wir hätten natürlich en masse Kobbelstein. Da kann man sich überlegen, ob wir das nehmen. Um die Decke noch zwei Blöcke tiefer zu ziehen oder sogar drei. Oder eben ohne Ende Erde. Das ist so die Überlegung. Da muss man halt mal schauen, was wir da machen. Was wir da machen. So, jetzt haben wir es wieder. Ja. Was hatte ich noch? Ich hatte. In den Monster Drops, genau. In den Monster Drops hatten wir... Ne, hatten wir nicht. Wir hatten irgendwo kaputte Bögen. Ja, hier, da ist mir das aufgefallen, dass wir... Der Roffelbobo, glaube ich, hat mir das gesagt, dass wir die Bögen dadurch einfach zusammenfassen können. Und dann machen wir da einen peu à peu reparaturmäßigen Bogen draus. Dann wird er immer besser. Dann machen wir aus vielen kaputten einen ganzen. Das war ja eigentlich das Ziel. So, warum wir noch am Inverted Lamps System scheitern, weiß ich nicht ganz genau. Da müssen wir dann einfach mal gucken, woran das liegt. Und im Zweifel müssen wir uns halt anderweitig zulegen. So, was wir hier brauchen, ist dann mit Sicherheit noch eine Decke. So, jetzt gucken wir mal hier drauf. Da werden wir auf jeden Fall jetzt erstmal noch eine Reihe Cleanstone brennen. So. Davon haben wir ja noch genug an Kohle, hoffe ich. Aber das müsste eigentlich ganz gut passen. Wenn wir das so ein bisschen auseinanderklamüsern... müsste das eigentlich gut hingehen.
Genau. Zack. 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 Auch die sehen auch ganz hübsch aus, die Öfen, wenn die brennen. Und ja, wir arbeiten immer noch ohne Shader und Ähnlichem. Wobei, ich habe da jetzt rausgefunden, auch woran das liegt. Ganz einfach an der Banalität meiner Grafikkarte. Die ist nicht in der Lage, das so zu brennen, wie das gebraucht wird. Ach, so zu brennen, wie das gebraucht wird. Um Gottes Willen, das einfach so in den Bildschirm zu brennen. Heute habe ich es richtig. Die ist einfach nicht in der Lage, so viel Leistung zu erzeugen. So, jetzt haben wir es. Die ist einfach nicht in der Lage, so viel Leistung zu erzeugen, sodass wir da vernünftig durch die Gegend shadern könnten. Und von daher kommt das dann zum Vorschein, dass es dann eben zu schweren Aussetzern kommt. Da fallen mir auch die Frames bis aufs Äußerste runter. So, ich packe mich jetzt gerade mal voll mit Erde. Schwupp. So. Habe ich noch irgendwas vergessen? Jetzt muss ich gerade mal überlegen, ob ich irgendwas vergessen habe. Ich glaube nicht. Vielleicht bevor wir verhungern, gleich eine Kartoffel in den Hals. Oh, es wird dunkel. Na, mach Sachen. Ups. Gut, die Überlegung war, wir haben ja unterm Haus nur eine Lage. Also hier ist nur eine Lage. Wenn ich jetzt hier die Wolle weghaue, dann segeln wir da im Zweifel runter. Und da war jetzt einfach die Überlegung, das Ganze das Ganze hier einfach dicker zu machen. Da ist die Frage, von wo aus machen wir das? Wir machen das am besten direkt von hier aus. Ja, ungefähr von hier aus. Schwupp. Und da machen wir dann einfach schlichtweg Erde drunter. Wir bauen uns hier einfach mal hoch und dann hauen wir da einfach Erde drunter, weil das keinen Sinn hat. Weil das keinen Sinn hat, alles einfach so aufzubewahren und einfach so stehen zu lassen. Das bringt uns nicht wirklich weiter. Zwei in der Höhe, dann hätten wir hier die dritte Lage, wenn man so will. Damit wir einfach später nicht mehr runtersegeln oder wenn wir eine Beleuchtung einbauen wollen, dann haben wir da auf jeden Fall noch ein bisschen Masse, mit der man arbeiten kann. Ach, da hängt eine Fackel drin. Dann ist das ja kein Wunder, dass das nicht geht. Schwupp. Schwupp, schwupp. Schwupp, schwupp. Genau. Also die Überlegung ist dann einfach schlichtweg hier Erde reinzuhauen, um unsere Wahrscheinlichkeit des Fallens und des Sterbens ein bisschen zu minimieren. Das ist dann der Grund, warum wir dann schlichtweg hier einfach hergehen. So gut wir können. Zack, zack, zack. Einfach eine Erdlage reinziehen von drei Blöcken. Und dann wird es auch Zeit, dass wir uns später mal dieser Höhle widmen. Schwipp. So, ich bin hier momentan nur im Schleichmodus unterwegs, weil ich einfach Schiss habe, dass wir hier elendigst zugrunde gehen. Das möchte ich ja verhindern. So, und was ist passiert in dieser Woche? Eigentlich nicht wirklich viel. Also zumindest jetzt in den letzten vier Folgen gab es nicht große Sachen in der Welt, wo man sagen könnte, ey, super, das muss man erzählen. Außer vielleicht in eigener Sache, dass der Gedanke immer noch steht, eine kleine Community aufzubauen.
Das muss noch nicht mal groß sein, aber so eine kleine deutschsprachige Community, weil es gibt zwar schon genug Communities, aber der Großteil der Minecraft-Communities ist Englisch. Und dann gibt es halt noch so kleine Seiten oder andere Seiten wie Minecraft Modding etc. pp. Das ist zwar alles deutschsprachig, da gibt es auch Foren, aber irgendwie ist das alles noch sehr dezentral. Also da fehlt einem halt irgendwie der große Anlaufpunkt. Und das ist so vielleicht der Ansatzpunkt, an dem man vielleicht was versuchen will. Mal gucken. Und wir haben uns da halt schon ein bisschen mit anderen Let's Playern beschäftigt und auch mal gesucht. Mal geschaut, mal andere Let's Plays von Minecraft angeschaut, Kommentare abgegeben, Bewertungen abgegeben und sich mal mit den einen oder anderen unterhalten. Ziemlich weit vorstechend habe ich da den Brofax, mit dem habe ich eine ganz gute Unterhaltung geführt. Auch ein schöner YouTuber, einfach mal nach dem Namen suchen, Brofax. Der macht auch ein sehr interessantes Let's Play von Minecraft, zum Teil mit recht vielen Gästen. Und ich glaube, damit kann man mit Sicherheit auch ein bisschen was aufbauen. Man könnte sich mit dem guten Menschen ein bisschen anfreunden, allgemein. Und auch so ein bisschen Let's Plays vorantreiben. Vielleicht hat er ja noch den einen oder anderen netten Tipp. Technisch ist er auf jeden Fall ganz gut versiert. Ja. Und hinzu kommt, der Mann kommt aus meiner Nähe. Das heißt, er ist in der Nähe meines Wohnortes angesiedelt und das macht es natürlich ein bisschen einfacher, das Ganze vielleicht ein bisschen ja, höher voranzutreiben. So, jetzt machen wir uns hier mal so ein bisschen machen wir uns hier mal so ein bisschen Licht hin. So. Und da ist halt, wie gesagt, die Überlegung, das Let's Play einfach ein bisschen größer zu ziehen und ein bisschen mehr voranzutreiben. Vielleicht gibt es ja eine Möglichkeit, vielleicht kann man ja ein bisschen was erreichen, vielleicht auch nicht, mal schauen. Und in erster Linie machen wir das dann, weil es eben Spaß macht und weil halt das Feedback der Leute, die hier schon fleißig kommentieren und bewerten, einfach uns weiter vorantreibt und uns damit eben noch eine Spur besser macht. Und auf diese Weise können wir vielleicht auch ein bisschen interaktiver werden. So, und jetzt klappt es gerade hier nicht mehr so richtig, wie ich mir das vorstelle. So, da. Okay. Zimp, zimp, zimp. Ich höre einen Enderman. Der kann jetzt aber vor sich hin männen. Schwupp, schwupp, schwupp. So. Pim, pim, pim. Pim, pim. Perfekt. Und ich meine, ich hatte ja jetzt auch schon vor kurzem mal einen Gast im Let's Play. Und zwar den Roffelbüro. Der war jetzt vor kurzem ja auch mal hier in der einen oder anderen kürzeren Folge zu sehen. Und vielleicht sollte man das einfach ein bisschen ausweiten und einfach auch ein bisschen mehr mit den Gästen machen, die halt da sind. Wenn die Gäste denn wollen. Krawel. Krawel, Krawel. Tau, drüber geht's am Musenheim. Oh. Hehehe. So. Und so. So. Dann müsste das eigentlich schon ganz gut funktionieren, das Ganze. Wenn ich mir das jetzt hier so angucke, dann haben wir drei in der Tiefe noch. Und können auf diese Weise einfach schlichtweg nicht runterfallen. Oder wenn wir fallen, dann nur noch auf die Erdlage. So. Zack, 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 zack. So würde ich das versuchen. Wollen. Können, dürfen, sollen, hätte sein. Zack, zack, zack. Na, so. Und draußen wird es auch gerade wieder hell und das waren falsche Seiten. So, zack.